In diesem Video werden wir den Kurbelwellensensor an einem Opel Astra H mit dem 1.6 Benzinmotor ersetzen. Wir haben hier den Z16 XCP Motor. Das ist ein Benzinmotor mit 1,6 Liter Hubraum, 105 PS. Ich werde in diesem Video den Kurbelwellensensor auswechseln. Nicht, weil unser Kurbelwellensensor defekt hat oder rumspinnt. Nein, ich tausche diesen Sensor vorsorglich aus. Der Hintergrund ist einfach der, das Auto ist 14 Jahre alt, da ist immer noch der erste Sensor drin. Ich tausche ihn jetzt aus, vorsorglich. Ich habe aus beruflichen Gründen bald sehr, sehr wenig Zeit, um mich um das Auto hier zu kümmern und damit die Besitzerin nicht wegen einem 14 Jahre alten Kurbelwellensensor irgendwann liegen bleibt und das Auto nicht mehr startet, tausche ich ihn vorsorglich aus. Wie gesagt, der kostet nicht die Welt. Aber wenn dieser Sensor zum Beispiel kaputt geht, kann es dazu führen, dass der Motor während dem Betrieb ausgeht oder der Motor einfach nicht startet. Dieser Sensor befindet sich hier in diesem Bereich unter dem Abgaskrümmer, unter dem Ölfilter. Das heißt, ich begebe mich jetzt unter das Auto und dann filme ich weiter. So, ich bin unter dem Auto. Wir sehen jetzt hier den Kurbelwellensensor, der ist befestigt mit einer Schraube. Das heißt, ihr braucht hier eine Nuss mit einer 10. Hier ist leider wenig Platz zum Filmen. Also diese Schraube hier habe ich schon angelöst. Die ist locker. Hier müsst ihr aufpassen bei dem Stecker, das blaue Schiebeelement, das bricht sehr gerne. Besonders wenn das Auto schon älter ist und dieses Plastik hart und spröde ist. Hier muss man besonders vorsichtig sein, dass man den Stecker nicht kaputt macht. Tja, wenn der Stecker sich nicht lösen möchte, dann geht man einfach anders vor. Hole ich jetzt erstmal den Sensor komplett raus, Schraube raus, hole den Sensor ganz raus und trenne dann den Stecker vom Sensor. So. Hier ist jetzt unser Kurbelwellensensor und jetzt gehe ich von innen hier rein, hebel den Stecker quasi auf und trenne den Stecker vom Sensor. Ich lege die Kamera dazu ab, weil ich brauche dazu beide Hände. So, der Stecker ist draußen, man sieht, er ist hier überall verkrustet. Das kommt einfach daher, dass wenn der Ölfilter gewechselt wird, dann fließt das Öl einfach über den Stecker herab und so sammelt sich Dreck und Ölschlamm um den Stecker herum. Also da muss man ein bisschen sorgfältig damit arbeiten. Den neuen Sensor nehmen, einführen, andrücken. Kurbelwellensensor steckt. Jetzt habe ich hier die Schraube. Ich habe ganz bisschen Kupferpaste draufgesetzt. Anbringen. Ich hoffe, ihr könnt was sehen auf der Kamera, weil ich sehe gar nichts. So, von hier aus sieht man das wahrscheinlich etwas besser. Das sieht gut aus. Diese Schraube bekommt 10 Newtonmeter. So, jetzt nehmen wir den Stecker und stecken ihn auf den neuen Sensor. So, klack, hat es kurz gemacht. Ich hoffe, ihr habt es gehört. War ein leises Klacken. Und oben fixieren wir das Ganze natürlich, drücken das blaue Schiebeelement wieder in die Rasterung. So, jetzt passt das. So sieht das Ganze jetzt aus. Der neue Sensor ist verbaut. Schiebeelement ist drin, also gesichert, dass der nicht abrutschen kann. Jetzt sind wir hier unten quasi fertig, der Sensor ist ersetzt. So, hier ist der alte Kurbelwellensensor. Wie gesagt, der war noch intakt. Ich habe das quasi vorsorglich jetzt gewechselt. Aber so schnell kann man den Kurbelwellensensor an diesem Motor hier ersetzen. Soweit zu diesem Video. Macht's gut und bis zum nächsten Video.